Ja, hallo Steffen. Ich freue mich, dass wir jetzt auch ein Interview machen. Vor allem, weil das, ja, ich würde sagen, fast zu meinem Lieblingshobby-Thema gehört, mich etwas mit spirituellem und Bewusstseinsforschung und ja, auch Meditation zu beschäftigen, weil ich einfach immer merke, das bringt extrem viel. Und wir haben gedacht, das machen wir mal so ein bisschen ein, ja, ein kurzes Interview auch zum Thema Zusammenhang mit Ernährung und was das auch für Auswirkungen hat. Und ich würde sagen, ja, stell du dich einfach mal etwas vor oder erzähl du mal ein bisschen was von dir. Ja, stimmt. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du mich gefragt hast für das Interview. Bin ich gerne dabei. Mein Name ist Steffen Wolf. Ich bin schon lange auf den spirituellen Weg, sage ich mal so, und habe seit einem Jahr angefangen mit YouTube und mache regelmäßig dort Videos. Ich habe viele Bücher auch geschrieben und mich interessiert einfach das Thema Bewusstsein. Ich würde sagen, dass ich ein Bewusstseinsforscher bin. Ich meditiere leidenschaftlich gerne und beschäftige mich einfach mit den Dingen, die hinter der normalen Welt ist, sage ich mal so. Und unter anderem auch mit Ernährung natürlich. Das schließe ich nicht aus. Und ja, ich glaube, das ist ja auch das Thema heute. Thema Ernährung und Bewusstsein. Ja, eben. So haben wir uns ja auch kennengelernt mal, weil ich auch mal auf deinen YouTube-Kanal gekommen bin, weil ich öfter mir solche Sachen anschaue und ja, und so haben wir uns auch etwas ausgetauscht und auch zum Thema Ernährung und ja, ich habe auch gerade vorhin noch so ein Nährstoffshake gemacht. Das ist übrigens mit Banane, Avocado, Apfel und so etwas Erdbeer-Nährstoffpulver. Und ich mag das immer total gerne, weil ich einfach bei keinem anderen Essen so das Gefühl habe, es sättigt mich so gut und gibt mir gleichzeitig so viel Energie und mein Gehirn kann auch so gut arbeiten, was sonst oft nicht so der Fall ist, wenn man so Ja. etwas anderes isst. Weißt du, wie, du hast auch ein bisschen Erfahrung jetzt schon damit gemacht. Wie ging es dir dabei? Und dann merkst du auch einen Unterschied? Ich habe auf jeden Fall oft mit der Ernährung gespielt und ich habe festgestellt, je gesünder ich mich ernähre, je nährstoffhaltiger die Ernährung ist, umso klarer wird mein Bewusstsein, umso klarer wird mein Geist und umso mehr Energie habe ich, umso produktiver bin ich auch. Und du wirst lachen, ich habe meinen Tag heute auch genauso gestartet wie du. Ich habe mir als erstes, als ich aufgestanden bin, habe ich mir heute einen Smoothie gemacht. Ich persönlich mag es, wenn viele grüne Sachen drin sind. Ich habe so herausgefunden, dass viele Pflanzen und viel Grün, dass dort die meisten Nährstoffe einfach enthalten sind. Und ja, ich kann da kurz sagen, was ich reinmache. Ich habe eine Sellerie reingemacht, dann habe ich verschiedene Kräuter reingemacht, eine Banane und Erdbeeren, Heidelbeeren. Und zum Schluss habe ich mir vom Herbalife, das hast du mir ja damals empfohlen, habe ich von diesem, wie nennt sich der Shake, der Vanille-Shake. Den habe ich da auch noch reingemacht, zwei Cups, einfach aus dem Grund, also die Essenz, also die Beschaffenheit ist dann sehr gut, der trinkt sich sehr gut, der ist sehr cremig und ich weiß halt, dass ich dadurch voll versorgt bin und es sättigt mich auch. Also ich versuche zum Beispiel bis um 12 nur zu trinken. Also wenn ich kann, dann starte ich meinen Tag so, dass ich morgens halt nur trinke und nur diese frischen Sachen zu mir nehme. Und ja. Ja. Ich wurde auch letztens gefragt, zum Beispiel, wie ein Deutscher, ist übrigens auch eine Herbalife-Beraterin, aber sie ist nicht deutsch und sie hat mich gefragt, wie ein Deutscher überhaupt so eine Einstellung haben kann, weil sie hat so die Erfahrung gemacht, dass die Deutschen da so ein bisschen zu sind und dass es schwer ist, gesunde Ernährung ranzubringen bei den Deutschen. Und da habe ich ganz zu ihr gesagt, das war für mich irgendwann einfach logisch, wenn ich mich damit beschäftige, mit Ernährung und mit Bewusstsein und mit Spiritualität. Ja. Dann war das nicht irgendwann logisch, dass gesunde Ernährung, weil ja alles Energie letztendlich ist, auch dein Geist verändert. Und dass gesunde Ernährung letztendlich die Grundlage ist, aber auch nicht nur. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Menschen, die von der Energie her einfach so hoch sind und einfach glücklich sind. Da ist die Ernährung dann auch nicht so wichtig. Aber ich sag mal so, der Standardmensch, der draußen rumrennt, da ist eine gute Ernährung auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um das Leben letztendlich auch zu verändern und in positive Bahnen zu rücken. Weil Ja. wenn du letztendlich gut drauf bist, wenn du eine hohe Energie hast, dann spiegelt sich das ja auch im Außen wieder. Und das hat einen Einfluss auf dein ganzes Leben, habe ich persönlich so festgestellt. Deswegen
versuche ich mich, soweit es geht, gesund und frisch zu ernähren. Ja, ich sage auch immer wieder, also alles beginnt eigentlich aus meiner Sicht mit guter Ernährung. Und wenn du sagst, es gibt manche Leute, die das nicht mehr so brauchen, aber wenn man das beobachtet, das sind aber auch immer die Leute, die sich irgendwie automatisch schon gut ernähren und keinen Müll essen, weil sie das auch überhaupt nicht brauchen. Und auch dafür. Aber was wirklich interessant ist, dass die Amerikaner denken, dass die Deutschen nicht offen dafür sind. Und eigentlich denken wir Europäer eher, dass die Amerikaner nicht so offen sind für solche, weil Amerikaner sind eher bekannt, dass sie ja, jetzt sich nicht so gut ernähren. Und ich habe zum Beispiel erst gerade mal einen Bericht gelesen, dass inzwischen ungefähr 30% der Amerikaner, der 20-jährigen Amerikaner, wenn es darum geht, eingezogen zum Bundeswehr zu werden, 30% als untauglich sind, weil sie zu viel Übergewicht haben. Und ich finde es eigentlich eine erschreckende Zahl, wo man glaubt, ja, die sind, das liegt wohl daran, dass sie da einfach zu wenig Bewusstsein haben und auch und dadurch ja, sich das sozusagen einfach gehen lassen, wie man das so nennt. Ja, aber es gibt immer mehr. Also das Schöne ist, es gibt immer mehr, die sich für all diese Themen interessieren. Und du bist ja auch Meditationslehrer. Und ich habe auch mal, du hast ja auch einen Online-Meditationskurs, was ja auch ganz interessant und spannend ist, gerade zur jetzigen Zeit, wo man ja so zu Hause auch viel lernen kann, den ich auch mal durchgemacht habe. Und der sicher auch eine gute Idee ist für so manche, ja, sich da mal etwas intensiver damit zu beschäftigen. Vielleicht magst du noch was dazu erzählen, wie du auch dazu gekommen bist, oder? Na, jetzt, wo du es gerade sagst mit dem Meditationskurs, also das mit der Ernährung zum Beispiel, es gibt ja drei Grundenergien, die das Leben steuern. Und du kannst einen Einfluss darauf haben, indem du deine Ernährung so ein bisschen anpasst zum Beispiel. Deswegen kultivierst du, sage ich mal, eine klare Energie in dir durch die Ernährung. Und das spiegelt sich zum Beispiel in der spirituellen Arbeit auch wieder. Also wenn du meditierst zum Beispiel und wenn du mehr von dieser positiven Energie hast, dann meditiert sich das leichter einfach, weil dein Bewusstsein einfach feiner ist. Und deswegen sage ich immer wieder, dass Ernährung umstellen und Fernseher aus dem Fenster werfen eins der ersten spirituellen Schritte überhaupt ist. Ja. So krass, wie sich das auch anhört. Auch das beste Mittel gegen Angst, alle Fernsehprogramme rausschmeißen, um sich nicht mehr so falsch programmieren zu lassen. Eben, ihr habt mal gelesen, nicht umsonst heißen Programme Programme, weil sie dich auch programmieren. Richtig. Ich habe letztens so ein schönes Bild gesehen, da war so eine Maske und dann wurde die Maske über ein Ohr getragen und da hieß es, dass man sich mit dieser Maske vor den Medien schützt letztendlich. Wir müssen uns schützen. Das Bild war das. Ja, stimmt. Ja, vielleicht auch noch mal, was hat dir so, was motiviert dich eigentlich so zu meditieren und dich spirituell zu beschäftigen? Weil du machst es ja auch schon sehr intensiv, viel länger, auch sehr lange. Ja, was motiviert mich? Man kann so im Allgemeinen sagen, wenn du ganz viele Erfahrungen im Leben machst und vielleicht in dem Leben davor auch schon, dann kommst du irgendwann zu der Erkenntnis, dass dich diese Erfahrungen im Außen nicht ganz erfüllen. Und ich habe in mir immer eine starke Sehnsucht gehabt und irgendwann gab es in mir einen Punkt im Leben, wo ich einfach den Fokus nach innen gerichtet hatte. Mir war irgendwann bewusst, dass was ich im Außen suche, dass ich das im Außen nicht finde, sondern egal was ich mache, es bringt mich letztendlich nicht zum Ziel. Und dann habe ich automatisch angefangen, weil sich allgemein auch die ganze Welt gerade verändert. Viele Menschen wachen gerade auf und automatisch angefangen, mehr und mehr nach innen zu gehen. Und Meditation, so wie ich herausgefunden habe, ist eines der besten Tools, die du verwenden kannst überhaupt, um dein Leben positiv zu gestalten, um gesünder zu werden. Und es hat einfach so viele Effekte auf dich. Und deswegen habe ich so viel meditiert, habe so viele Lehrer besucht und habe mich damit so sehr auseinandergesetzt. Weil ja, einfach die Innenwelt, die spiegelt ja auch das Außen wieder. Eigentlich andersrum, das Außen spiegelt die Innenwelt wieder. Und durch Meditation hast du einfach die Möglichkeit, dich mit deiner Innenwelt auseinanderzusetzen und ja, einfach das Glück in dir zu finden, was ja bereits schon da ist. Ja, eben.
nicht umsonst meditieren eben sehr viele erfolgreiche Menschen, auch Unternehmer, um so ja, erfolgreicher und glücklicher zu sein und auch gesünder, so wie auch unser Motto mit Herbalife immer wieder ist. Für alle, die sich da ein bisschen mehr informieren möchten, werde ich auch deinen YouTube-Kanal verlinken und es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, da mal auch ein paar Videos anzuschauen und auch mal etwas zu üben, oder? Genau. Ja. Ja, vielleicht zum Abschluss, vielleicht, was hast du noch vielleicht irgendeinen Tipp oder ein Zitat oder was du dir oft denkst, was dir besonders gut hilft oder dich weiterbringt in dein Leben oder glücklich macht? Ja, der Tipp ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Weil letztendlich geht es darum, dass du aus diesem hypnotischen Zustand rauskommst und dass du wirklich erkennst, was dir wirklich wichtig ist. Und einfach mal reinzuschauen in dein Herzen, einfach mal zu gucken, was ist dir wirklich wichtig? Ist das, was du gerade machst, erfüllt das überhaupt den Zweck? Ist es das überhaupt das, was du wirklich machen möchtest? Oder ist dort vielleicht etwas, was viel, viel wichtiger ist als die normalen weltlichen Dinge? Sich einfach mit sich auseinanderzusetzen und einfach zu erkennen, dass du viel, viel mehr bist als das, was du hier täglich erfährst. Und dass dieses Leben eigentlich nur eine Seite in einem Buch ist. Und es gibt noch viele andere Seiten zu entdecken. Ja, also eben, ich finde das immer sehr spannend und mir hat es auch echt viel gebracht, mich damit auseinanderzusetzen und eben auch solche YouTube-Videos oder anzuschauen und Bücher zu lesen. Und ja, es tut einfach gut und schön. Ja, ich würde sagen, ihr hat mich gefreut. Ja, auch Spaß gemacht. Und freue mich auch, wenn wir uns weiterhin da ein bisschen manchmal austauschen. Und ich freue mich natürlich auch, dass du Herbalife toll findest und dass du da einen Unterschied merkst. Und ja, es ist spannend. Also, schön. Also, ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch, Simone. Und danke. Bis bald. Ciao. Ciao.